Kann man sie hören? Alles okay? Alle Daumen gehen hoch. Hervorragend, Sarah. Freut mich, jetzt, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön. Um dein Spiel zu spielen oder das Spiel zu zeigen. Und zwar ist es, setzen wir es mal kurz hin. Du hast ein kleines Spiel mitgebracht und zwar ist es ein Roguelite-Spiel. Ein Roguelite-Kartenspiel, genau. Ein Roguelite-Kartenspiel und es heißt? Once Upon a Rogue's Tale. Es ist nämlich ein Kartenspiel im Märchensetting. Mhm. Genau, und weil Märchen ja auch so die ganzen alten deutschen Märchen, ihr wisst, wie die alle mal waren, wollen wir das auch so ein bisschen neu aufwickeln. Unsere Märchen sind divers, unsere Märchen sind cool, wir haben tolle, stronge female Characters dort drin und wir machen alles so ein bisschen anders in diesem Spiel, aber das seht ihr gleich selbst. Ja, das macht ja Disney aber auch, ne? Also alles, was wir von Disney konsumieren und wissen, ist ja alles so romantisiert, aber wir wissen ja eigentlich, deutsche Märchen sind einfach düster, as fuck. Also es geht halt einfach gar nicht mehr. Ich denke, Struwwelpeter, Max und Moritz, etc., etc. Oder Rotkäppchen. Ich wusste nicht bei Rotkäppchen damals. Er schneidet den Bauch auf, ne? Er schneidet ihm den Bauch auf, packt Steine rein und wirft ihn in den Brunnen, oder? So habe ich es verstanden. Ja, und Rotkäppchen kann sich auch überhaupt nicht wehren, ne? Aber bei uns ist Rotkäppchen so, die zieht selber los, die kämpft selber gegen den Wolf und dann merkt sie, der Wolf ist gar nicht so böse. Und dann sehen wir mal, was dann passiert. Okay, genau. Du hast einen Trailer mitgebracht? Ich habe einen Trailer dabei. Dann schauen wir ihn doch jetzt direkt an. Sehr gerne. Und ich drücke auf Play. Ah, das ist der Froschkönig, ne? Ist es dann so ein bisschen wie Shrek, dass dann alle Märchencharaktere zusammenkommen, oder? Genau, die Märchen kombinieren sich. Ja. Okay. Ja, da haben wir auch schon einen bösen Wolf. Okay, das ist auch das Gameplay. Wir haben Würfel noch drin. Mhm. Das gibt so ein bisschen so einen random Charakter im Spiel. Ah. Und wen spielt man eigentlich? Also du hast ja jetzt die ganzen Märchencharaktere da, aber wer bist du denn eigentlich in diesem Spiel? Genau, also du kannst dir drei verschiedene Hauptcharaktere aussuchen, von denen du dann deren Geschichte spielst, aber innerhalb deren Geschichte lernst du dann noch weitere Charaktere kennen. Also du hast ein Team von bis zu 4 Spielern, wobei dein Hauptcharakter der wichtigste ist. Okay. Genau. Ich übernehme mal die Maus. So. Das erinnert mich gerade sehr an Inscription, was vor einigen Jahren erschienen ist. Das war ja, ist das so euer so Inspirationsquelle, eine der anderen unter anderem? Also wir haben ein paar Inspirationsquellen diesmal. Also man sieht ja auch, es ist Slay the Spire auch inspiriert. Mhm. Dann haben wir, ich gebe mal das Tutorial, ich sollte das. Der Froschkönig ist dein Tutorial Guide. Ja, genau. Ah, da wird's die Charaktere. Genau, wir spielen einfach heute mal mit Rotkäppchen die Geschichte. Und genau. Die haben dann auch verschiedene Stats anscheinend. Die haben verschiedene Stats. Wir haben eine wunderbare Es war Sprecherin. Einmal ein kleines Backsteinhaus. Oh, es wird angesprochen. Tief in Schön. Einem dicht bewachsenen Schön. Wald. Die soll so ein bisschen klingen die wie Fenster, so eine Mama, auf die einmal normalerweise der Geschichte Duft von frisch gebackenem Brot ja. wird halt auch diese ganze Geschichte. Geschlossen. Das skippen wir, das könnt mit ihr alles selber Schritten auch näherte sich Rotkäppchen. Dann hören. Genau, also diese ganze Sache wird halt durch diese Märchengeschichte begleitet, die man sich dann auch immer wieder durchlesen kann. Man wird auch auf Stellen treffen, wo man sich für verschiedene Dinge entscheiden kann und je nachdem, was man da macht, ändert das auch den Verlauf der Geschichte. Also es ist immer so eine ganz individuelle Märchengeschichte, die man sich dann selbst kreiert. Hier haben wir zum Beispiel ein Event. Okay. Und sehen am Wegesrand eine Flasche, die vergraben ist und man hört, lass mich heraus und kann dann jetzt überlegen, okay, öffnen wir jetzt die Flasche oder nicht? Dann sag mal, Wirt. Ich bin optimistisch. Öffne die Flasche bitte. Wie jetzt sagt, wir müssen sie öffnen? Okay. Und ich sage dir auch, bitte das Mikrofon ein bisschen näher ranhalten. Noch näher, okay. Ja, okay. Ah, jetzt können wir dich gut hören. Perfekt. Ja, war nicht gut. Du dummes Mädchen, rief er. Denkst du, ich würde ohne Grund dort eingeschlossen sein? Und jetzt bekommen wir leider eine Strafe. Wir verlieren eine zufällige Handkarte. Wir verlieren eine sehr gute, zufällige Handkarte. Oh, das war eine gute? Danke, Wirt. Ja. Okay. Yeah. Und erhalten eine Misere. Miseren sind spezielle Karten, die unser Deck vollmüllen. Die wollen wir eigentlich nicht haben. Aber das sehen wir jetzt auch im Kampf. Das machen wir jetzt. Na, wir gehen einmal noch in den Shop, dann machen wir einen Kampf. Wir haben ein kleines Gimmick. Wir haben unsere Ziege und die Ziege frisst deine Karten, die du nicht mehr haben möchtest. Ach so, das ist dann der Friedhof. Genau, und jetzt guck mal, wie süß sie die frisst. Okay, das ist eine coole Animation. Genau. Ja, hier können wir uns auch noch Companions holen, die nehmen wir auch nochmal mit. Die hilft uns dann im Kampf. Mhm. Wir nehmen noch einen Würfel, das erkläre ich alles und dann kaufen wir einfach nochmal, ja,
Es ist gut, dass du das Spiel spielst, weil sonst würde ich jetzt eine Frage nach der nächsten stellen und das würde, glaube ich, genau, den Rahmen sprengen. Es gibt eine Demo auf Steam, da kann man sich das alles ganz in Ruhe mal angucken. Hier aufgrund der Zeit gehen wir da so ein bisschen schneller drüber. Mhm. Genau, wir treffen jetzt auf eine Hütte im Wald. Okay. Und da ist eine alte Frau und sie sagt uns, wir sollen die Kinder aufhalten, die gerade herauslaufen, weil sie bestohlen haben. Und die Kinder sagen, nein, bitte hilf uns, die Hexe will uns essen. Okay, jetzt so. Den Kindern helfen oder der Frau helfen? Ich frage einfach hier mal das Publikum. Kindern helfen oder der Frau helfen? Also, Kinder helfen, Hände hoch. Okay, okay. Der alten Frau helfen? Ihr seid solche Sadisten. Ich würde sagen, das sind nicht. Ich helfe auch lieber der alten Frau. Ja, ich finde auch so die Jungspunde, die kommen da irgendwie schon wieder raus. Vielleicht ist eher die alte Frau, die gerade überfallen wird. Man weiß ja nicht, ne? Genau. Und dann haben wir unseren ersten Kampf. It's just a prank, bro. Hänsel und Gretel. Okay. Genau, man würfelt immer zuerst im Kampf. Ich weiß jetzt halt, welche Würfel ich brauche, weil wir haben Rotkäppchen, die braucht die grünen Würfel, um ihre Attacke zu machen. Mhm. Später werden wir noch andere Charaktere haben, die dann andere Würfel brauchen und da kommen die Würfel dann sehr ins Spiel. Würfel sind so unsere Energie, Mana, Action Points, was man halt so kennt. Und die muss in jeder Runde neu würfeln? Genau, die würfel ich immer neu. Ich habe jetzt 7 Würfel zur Verfügung, also ich kann insgesamt was für 7 Mana machen. Mhm. Ich kann entweder meine Handkarten ausspielen, die alle beliebige Würfel kosten, deswegen ist die Farbe da oben weiß. Oder, aber die können keinen Schaden machen, die sind nur unterstützend da. Oder ich kann mit meinem Charakter Fähigkeiten machen. Hier zum Beispiel zum Angreifen brauche ich immer einen grünen und einen beliebigen Würfel. Okay, und du hast im Moment aber keinen grünen. Ich habe aber Joker. Das ist der Joker? Genau, das sind Joker-Würfel, die gehen für alle. Okay. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mehr Handkarten ziehen. Wir gucken mal. Ist dein Ziel in dem Spiel dann halt die Charakterkarten zu zerstören und nicht den Beschwörer sozusagen? Genau, also es kämpft Charakter gegen Charakter. Die greifen mich an, ich greife sie an. Mhm. Und wenn mein Hauptcharakter Rotkäppchen stirbt, dann habe ich verloren. Ich muss also immer ein bisschen auf Rotkäppchen aufpassen. Okay. Das Gute ist, die machen gerade keine Angriffe, die buffen sich gegenseitig. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal auf Hänsel. Ich kann auch immer nur gegenüberliegende angreifen. Ah, das auch noch. Genau. Aber das ist halt wegen der Fähigkeit der Karte, nicht weil... Nee, es geht immer nur gegenüber. Es ist ein bisschen strategischer Aspekt da drin. Man kann aber jetzt auch sagen, Position tauschen. Ich nehme jetzt das Einhorn und sage, ich switche einmal, dann kann ich jetzt Gretel auch angreifen. Okay. Genau, dann spiele ich noch die Bogensehne. Dann könnte ich hier das nochmal spielen und nochmal draufhauen. Ich hau gerne auf kleine Mädchen. Ja. Yeah. Ich bin gespannt, was dann gleich rauskommt. Also geschichtlich, storytechnisch. Genau. Ah, dann kriegst du immer wieder neue Karten. Du ziehst nicht nur eine Karte, du ziehst mehr Karten? Ich ziehe immer 5 Karten am Anfang und ich schmeiße halt auch immer alle meine Karten ab. Es gibt natürlich wieder Effekte, so zieh mehr oder weniger Karten, bekomme mehr oder weniger Würfel, werde stärker, werde schwächer. Also wir haben sehr viele Effekte drin, das ist jetzt ein bisschen schwierig innerhalb der Zeit, das alles so zu zeigen. Ich könnte mal hier Stärke zeigen. Wenn ich jetzt meinem Charakter Stärke gebe, dann hat er einen Stärke und mein Pfeilschuss macht jetzt 4 statt 3 Schaden. Mhm. Das macht er einmal, dann wird die Stärke wieder abgezogen. Klar, okay. Das heißt, wenn ich es jetzt stacken würde, würde ich sagen, ich mache jetzt zweimal Stärke drauf, dann habe ich insgesamt mehr davon. Okay. Also es ist schon strategisch, es sieht süß aus, aber man muss auch schon ein bisschen nachdenken. Und wie lange entwickelt ihr es schon dran? Wir entwickeln das jetzt ungefähr 1 Jahr. Okay. Genau, und tatsächlich sind wir jetzt auch so weit, dass wir bald in den Early Access gehen. Ah, okay, wann wird das dann sein? Das wird so im August wahrscheinlich sein. Wir haben leider jetzt gerade noch kein konkretes Datum, wir überlegen noch so Richtung Gamescom. Gamescom? Ja. Genau, auf der Gamescom sind wir auch. Sehr schön. Genau, aber wir schauen dann nochmal und dann wird der Early Access verfügbar sein, mit allen 3 Hauptcharakteren, alle 3 Kapitel von denen zu spielen. Okay. Ich spiele jetzt mal den, das ist meine Lieblingskarte, das ist der volle Angriff. Ich bekomme jetzt 4 Stärke. Was bedeutet müde? Müde ist, ich bekomme einen Würfel gleich weniger. Also ich würfel gleich tatsächlich 3 Würfel weniger, aber das macht nichts, weil ich jetzt so stark bin. Ich werde jetzt einfach nochmal switchen. Da hat er noch einen Punkt. Schade, egal, das macht nichts. Ich haue jetzt nochmal drauf. Okay. Ich bin der Entwickler, ich darf die Kinder so schnell kaputt hauen. Ne? Riddle is down. Okay, jetzt bin ich gespannt, storytechnisch, wie es weitergeht. Genau, jetzt fliehen sie in den Wald, aber die Hexe folgt ihnen nicht. Moment, wer hat gesagt, dass es eine Hexe ist? Das war nur eine Frau, oder? Die Kinder haben gesagt, das wäre eine Hexe. Es ist eine Hexe. Aber das Schöne ist, das ist keine böse Hexe, sondern unsere Hexe schließt sich uns jetzt an. Ach,
Die genau. Knusperhexe, okay. Das ist jetzt die Knusperhexe, die funktioniert auch anders. Also diese Charaktere funktionieren alle anders. Da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, das vom Spielprinzip, das sich anders anfühlt. Okay. Die zum Beispiel greift zwar an, macht sich aber selber dabei Schaden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und hat eine Fähigkeit, die einen Block gibt und kann dann noch durch ihre Passive neue tolle Kekskarten erschaffen, die uns dann auch nochmal im Kampf helfen. Also würde ich sagen, wir haben uns richtig entschieden, dass wir Hänsel und Gretel angegriffen haben. In also dem Fall. Ich kann dir gerne sagen, was sonst passiert wäre. Was wäre denn sonst passiert? Wir hätten gegen die Hexe gekämpft und hätten Hänsel und Gretel bekommen am Ende. Okay, aber okay, ich sehe schon, das ist eine Grauzone. Du weißt halt einfach nicht, was, genau. was gut oder schlecht ist. Du musst selbst entscheiden, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war. Genau, hier, das kennen wir auch klassisch, das ist der Rastplatz, da können wir uns einmal heilen. Ach stimmt, das ist ja ein Roguelike-Game, das heißt, die Lebenspunkte werden ja mit übernommen. Genau, hier kann man so ein bisschen seine Teamaufstellung ändern, weil die Positionierung ja wichtig ist. Mhm. Und ich weiß, dass wir gleich gegen eine Person kämpfen, packe ich sie mal in die Mitte, damit sie in der Mitte drin ist. So, hier können wir auch noch eine neue Fähigkeit freischalten, das ist gerade noch ein bisschen noch nicht ganz ausgereift, aber wir machen es einfach mal so. Das sehen wir dann gleich. Wir sind halt immer noch an der Entwicklung. Ne? Also es sind wie noch nicht alle das Sachen Team? Gepolished. Unser Core-Team sind 3 Leute, aber wir haben immer noch Freelancer dabei, die dann vor allem die ganzen Bilder malen für uns. Und uns die Artworks sind echt schön. Ja, der Sound, wir hören jetzt leider nicht sehr viel von der Musik, aber wir haben auch einen ganz tollen Komponisten, der auch schon für Dorfromantik Musik gemacht hat. Und der, das, es ist so alles zusammen wirklich sehr schön geworden. Genau. Genau, jetzt treffen wir auf den Wolf. Und greifen ihn einfach an. Okay, ja, das ist ja ihr Nemesis dann. Gibt's, ist das dann jetzt ein besonderer Kampf, weil das ja so eine Art Story-Kampf ist, oder? Genau, das ist der Boss-Kampf. Okay, so also ein bisschen, der hat doch gerade noch einen Buff bekommen. Der hat sich gerade in den wilden Wolf verwandelt, weil unser Wolf hat halt auch eine wilde Seite. Mhm. Ach, die, eigentlich können wir die alle gebrauchen. Jetzt haben wir nämlich ja auch noch die Hexe, das heißt, wir brauchen jetzt auch die orangenen Würfel, um ihre Fähigkeiten zu nutzen. Genau, was macht er? Er greift uns jetzt an, das ist aber okay. Gucken wir mal. Wir können uns jetzt buffen. Wir können natürlich auch mit ihr spielen. Oh, was kann sie? Genau, sie gibt mir jetzt Block und baut dabei ihr Kekshaus auf. Ihre Fähigkeit ändert sich jede Runde. Okay. Gerade waren das ja nur die Mauern, jetzt ist es schon die Bedachung. Mhm. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann haben wir schon die süßen Details dabei. Ah, okay, ich sehe schon. Also oben auf dem Dach sehen wir auch schon Zuckerguss und so. Und wenn ich die jetzt nochmal, ich kann es ja eigentlich nochmal machen, ich brauche zwar den Block nicht, so, aber jetzt ist das Gute, jetzt habe ich 3 Ausdauer erhalten dadurch und trigger damit nächste Runde ihre passive Fähigkeit. Passive Fähigkeiten sind super wichtig, da muss man immer danach gucken. Ich bekomme dann eine spezielle Karte auf die Hand und die ist sehr, sehr stark. Was passiert, wenn jetzt das Einhorn oder die Knusperhexe in diesem Kampf sterben? Die sind dann weg? Die sind dann weg, bis du zum nächsten Rastplatz kommst. Okay. Dann kannst du sie heilen und wieder in dein Team holen. Okay. Aber erstmal musst du dann ohne sie weitermachen. Ohne, ja gut. Genau. Was wir auch haben, ist, dass wir zwischen den Runden tatsächlich auch sehr viel für Replayability gearbeitet haben. Wir haben noch einen besonderen Shop, wo man neue Events freischalten kann, neue passive Fähigkeiten, neue Charaktere. Also wir versuchen auch, dass man das immer wieder spielen kann, ohne dass langweilig wird. Also wenn man jetzt so an Roguelites denkt, denkt man ja mittlerweile sehr oft an Hades zum Beispiel. Bei Hades ist ja das Besondere, je öfter du spielst, je öfter du stirbst, es ist Teil des Spiels. Du erfährst dann immer die Geschichte ein bisschen anders. Wird es hier dann auch so sein, dass dann die eine oder andere Geschichte anders wird, weil du sie schon kanntest? Oder ist es eher nur so, okay, ich habe jetzt A genommen, jetzt nehme ich bei meinem zweiten Walkthrough aber B, weil ich weiß, was bei A passiert. Genau, also das kannst du natürlich dann machen, weil die Events, der Ausgang bleibt gleich, was du wählst. Und deswegen kannst du dann natürlich andere Dinge versuchen. Aber bei uns ist es halt so, wenn du dann gestorben bist, kommst, dann fängst du ja einen neuen Run an. Ja. Und dann kannst du dir neue Events dafür freischalten. Das heißt, du hast immer wieder Content, den du nicht kennst. Mhm. Okay. Oder auch neue Charaktere, dass du vielleicht guckst, dass du dein Lieblingsteam zusammenstellst, neue Handkarten. Also da gibt es immer ganz viel, was noch neu dazu kommt. Und auch die Anordnung der Gegner oder der Bosse wird dann auch wahrscheinlich anders sein, oder? Genau. Okay. Genau. Es gibt auch verschiedene Bosse. Wir haben 3 Kapitel mit 3 Bossen. Und für jeden Charakter sind die halt auch unterschiedlich. Und wahrscheinlich plant ihr dann nach Release dann noch weitere Kapitel, wenn du schon gesagt hast, es gibt 3 Kapitel, dann wirst du wahrscheinlich noch andere Märchen noch
Genau. Also wir releasen ja im Early Access, was ja heißt, dass wir weiter noch an dem Spiel arbeiten werden und immer neue Contents dann kostenlos dann upgraden. Was ist eigentlich dein Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen? Ja. Oh mein Gott. Ist es hier mit im Spiel? Also ich mag das Märchen Hans im Glück sehr gerne. Ich finde das sehr interessant, wie er sich dann irgendwie durchtauscht die ganze Zeit. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch ein Event, das da mit drin ist. Ah, okay. Dann hast du trifft und eventuell Also hast du dein Lieblingsmärchen auch schon mitverarbeitet und eingebaut. Da bin ich mal sehr gespannt. Okay. Hört ihr mich noch? Hört man Sarah? Sehr, sehr leise. Okay. Das Mikro ist, glaube ich, ausgegangen. Dann musst du weiterreden. Dann muss ich weiterreden. Liebe Leute, liebe Technik. Ich glaube, die sind dabei. Die sind gerade dabei. Die machen gleich. Da kommt schon. Da wird gerannt. Okay, der böse Wolf kriegt jetzt volles Hund aufs Maul. Ja, applaudiert, ja. Okay, kriegt volles Hund aufs Maul, du kriegst auch die Pfeile ab. Warte, ich mach's mal so. Ach, danke schön. Genau, ich versuche ihn jetzt einfach mal eben zu besiegen, damit wir dann noch sehen, wie es ausgeht, weil es passieren halt noch so ein paar andere Dinge danach. Du hast jetzt die Ofenattacke eingesetzt, was macht die? Genau, die macht halt sehr viel Schaden an ihm, aber halt auch an der Knusperhexe. Ja, wir müssen ins Ingame gehen, liebe Leute. Ja, jetzt sind wir in Ingame. Dankeschön. Ich hoffe nur, dass die Entwickler gerade nicht zugucken, weil die sehen, dass ich ganz viel falsch mache, weil ich so nervös bin. So, Test, Test. Ja? Perfekt, super. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Ja, alles Live-Situation, sowas passiert. Ja. So, ich werde einfach mal mit ihr weiter auf ihn draufhauen, weil sie stärker ist. Sie macht sich zwar Schaden, aber es ist nicht schlimm, ist eh der letzte Gegner. Mhm. Dann ist dann auch die Demo dann vorbei, die du dann hier auch theoretisch spielen kannst? Das ist die spezielle Messedemo, die ist richtig kurz, weil wir können halt die Leute nicht so lange am Stand haben. Klar. Aber auf Steam ist die Demo noch deutlich länger. Also da kann man wirklich noch Stunden drin verbringen. Genau. Okay, und jetzt sehen wir nämlich schon, der Wolf schließt sich uns an. Das ist okay. Wir gehen mal eben drüber und jetzt erfahren wir nämlich auch warum. Weil unser Wolf hat die Großmutter gar nicht entführt. Und er hat halt die Klamotten, weil er sich gerne selbst Klamotten näht. Und die sehen einfach so ähnlich aus. Und dann fragt Rotkäppchen, hey, wieso hast du mich denn angegriffen? Und der Wolf so, ich dachte, du greifst mich an, wir haben halt viele Feinde. Ein Missverständnis. Es war halt ein Missverständnis. Und dann entschließen wir uns, zusammen mit dem Wolf halt nach der Großmutter zu suchen. Okay. Fortsetzung folgt. Genau. Okay. Kannst du vielleicht noch die anderen Charaktere zeigen, die du spielen kannst? Also wir haben jetzt Rotkäppchen als Hauptcharakter. Ja. Wen kann man auch noch spielen? Moment. Na, das ist falsch. Sollen wir kurz raus aus dem Endgame-Bild? Oder wie sieht das aus? Ich versuche eigentlich auf F4 zu drücken. F9, Alt. F4. F4. FN, Alt, F4. Das geht nicht. Alt F4. So. Alt F4. Jetzt hast du das Spiel beendet. Ich dachte, du wolltest Alt F4. Achso, nein, ich wollte nur. Starten wir es noch kurz neu. Sorry. Alles gut. Ich dachte, du wolltest neu starten, deswegen. Nein. Aber ich kenne was anderes. Ich will. Ja, das kann ich auch. Ah, die Entwicklerkonsole. Ja, die So, neues Spiel. Genau, das ist unser In-Between-Run-Shop sozusagen. Okay. Da kann man sich halt die neuen Events freischalten. Mhm. Da kann man Run-Upgrades freischalten, zum Beispiel mehr Leben oder mehr Geld. Ja. Und da hast du dann hier jetzt zum Beispiel den Froschprinzen. Den kann man auch noch in der Demo spielen. Und später dann Hans und die Bohnenranke. Der ist jetzt aber noch nicht da. Ah, okay, der ist noch nicht in der Demo, da steht da sogar. Ja. Und jetzt könnten wir halt mit dem Froschprinzen unser Spiel machen. Ach, der Froschkönig ist das. Genau. Ah, und der spielt sich tatsächlich auch anders. Wahrscheinlich hat er zwei Formen hat. Genau, weil er zwei Formen hat. Er kann als Frosch halt gar nicht angreifen, da kann er sich nur buffen. Mhm. So, da haben wir halt jetzt die Froschgeschichte. Wer das alles wissen möchte, könnt ihr ganz in Ruhe spielen. Also auch könnt ihr hier dann Messe. Auch hier auf der Messe, genau, okay. Genau. Und hier haben wir halt ihn als Frosch. Er braucht jetzt die roten Würfel. Mhm. Genau. Und bei ihm ist das so, dass er halt eine Attacke hat verschlingen. Da verschlingt er zwei Karten, gibt sich selbst einen Buff
für Verteidigung. Und wenn man das einmal eingesetzt hat, das mache ich mal, jetzt hat er 2 Eisern bekommen, das heißt, er bekommt Block danach. Und jetzt könnte ich die Verwandlung machen. Oh, und die Verwandlung ist das Coole, jetzt sieht man das zwar nicht, weil er nur einen angreift, aber er könnte damit auch mehrere Gegner treffen. Ah. Also er ist so einer für Multiple Enemies, dafür ist er sehr gut. Dann verwandelt er sich in den Froschkönig. Und der Froschkönig hat jetzt auch wieder 2 verschiedene Attacken. Er kann jetzt angreifen oder sich zurück in den Frosch verwandeln, wo er auch wieder verschiedene Gegner mit trifft. Da spielt man halt so ein bisschen mit diesen Verwandlungen hin und her. Man bufft sich mit ihm, dass das halt stärker wird. Und hat auch eine interessante passive Fähigkeit, wenn ich am Ende noch einen Würfel habe, hier oben, kann ich ja mal machen. Dann gibt er sich 2 Stärke und ein Müde. Müde wissen wir noch, Würfel weniger. Mhm. Ja. Da kann man aber mit seinen Karten auch gut gegengehen. Also er ist sehr viel auf diese Müdigkeit aus und da muss man ein bisschen strategischer dran gehen. Ich merke schon, das ist ganz anders als jetzt Rotkäppchen, die wirklich auch Haut drauf ist. Genau. Und hier muss man halt drauf achten, in welcher Form man ist. Ja. Und muss man halt auch, glaube ich, ein paar Sachen opfern, um dann diese zu bekommen. Auch gucken, brauche ich gerade den Block oder so, muss ich mich gerade eher verteidigen, will ich gerade angreifen. In deinem Deck sind nur 5 Karten insgesamt gewesen, weil du hast ja so einen Ablagestapel 5. Genau, oder ich habe ja noch 5 auf der Hand, also 10 habe ich. Also 10 Karten jedes Mal pro Spiel? Damit fange ich an. Okay. Man kriegt immer nach jedem Kampf eine neue Karte. Ah, das hatten wir jetzt nicht und du musst gesehen. Jetzt keine abwerfen oder so, du wirst immer mehr und mehr Karten haben, genau, für dein Deck. Okay. Ich kann, also ich muss es nicht machen. Weil man weiß ja, bei so Deckbuilding-Spielen ist es immer ganz wichtig, dass du eigentlich wenig Karten hast, weil du willst ja die wichtigen ziehen. Mhm. Du willst halt nicht deine schwachen Karten haben, die willst du versuchen loszuwerden. Genau. Ja, ich habe jetzt hier so ein Basisdeck noch. Ja. Und könnte dann jetzt halt losgehen. Alles und klar. Angreifen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Es tut mir leid, aber trotzdem vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Sehr gerne. Also, Once Upon a Rogue Tale. Once Upon a Rogue's Tale, genau. Rogue, ja. Genau, Once Upon a Rogue's Tale. Ich muss aber gleich nochmal hier überlegen. Könnt ihr jetzt im Steam Early Access spielen oder die Demo? Die Demo kann die gespielt, Demo könnte gespielt werden. Die Early Access kommt, bald. Im August. Genau. Ansonsten hier am Stand könnt ihr dann auch die Demo spielen. Also kommt gerne vorbei, schaut es euch gerne an. Ja. Ich danke dir, Sarah. Wir haben auch sehr viele süße Sticker. Ihr habt's gehört, Sticker gibt es auch. Könnt ihr dann vorbeikommen. Also, Dankeschön. Nochmal Applaus an Sarah. Aber jetzt geht es auch märchenhaft weiter. Mit Manuel, komm her! Hi. Ich habe leider sehr wenig Stimme noch, das tut mir ein bisschen leid. Oh, bin, war die Party gestern? Ja, Livespark hat ja gestern live gespielt, was eine Band ist. Und ich habe nicht damit gedacht, dass ich ja heute nochmal hier sein muss. Aber wir machen das Beste draus. Ah komm, ich mag es so. Das ist so authentisch, dass halt Messe... da hat man, haut man einfach raus, man arbeitet so lange, bis man keine Stimme mehr hat. Bei dir ist es schon gleich nach dem ersten Tag. Warum ist es nicht so? Ist bei mir auf der Gamescom nicht anders. Ja genau, ich bin ja hier die ganze Zeit mit Leuten am Schnacken, die ganze Zeit Spiel erklären. Und man hat einfach Bock und man hält sich halt nicht zurück und dann denkt man am nächsten Morgen, ups. Ja, das ist ja das Besondere. Also ihr könnt die ganzen Entwickler direkt ansprechen. Ihr habt da nicht irgendeine PR-Person, die erstmal euer Ohr abknuspert, sondern das sind wirklich Leute, die wirklich an dem Spiel dran arbeiten und sitzen, um einfach eine geile Experience zu haben. Also ihr seid einfach direkt bei denen, so wie du jetzt hier bei mir bist. Genau. Um einfach jetzt dein Spiel vorzustellen. Es ist auch ein Märchenspiel, so wie ich verstanden habe. Genau, wir sind Märchen-inspired. Wir haben auch den Twist drin, auch spannenderweise Slay the Spire-inspired, weil wir machen Brett- und Videospiele, deshalb spielen wir auch in unserem Videospiel mit Boardgame-Ästhetik, mit Märchen-Setting, mit anthropomorphen Figuren, also wir haben auch Tiercharaktere bei uns drin. Mhm. Und unser Spiel heißt auch Once Upon a Tile, Once weil upon wir so ein time. Mix von Dorfromantik mit Slay the Spire sind. Okay, ein bisschen näher dran. Ja. Aber sonst ist alles gut. Ah, okay, Dorfromantik hören wir schon immer wieder. Sehe schon, auch Made in Germany, große Inspiration. Kannst du einen Trailer vielleicht abfeuern? Genau, bevor ich ins Gameplay gehe, lasse ich doch unseren Game Designer das besser erklären, da wir haben dann ein schönes Video für. Once upon a tile, you build an interactive dungeon by selecting moves from your hand, rotating them. Okay. Ich hoffe, man kann das Audio gut hören, weil drüber reden wäre sonst ein bisschen komisch von mir. Okay, ihr habt, euer Hauptcharakter ist hier so ein kleiner Mauswanderer. Genau, und bei uns ist auch der Twist, und du musst aussehen, um dein Dorf zu retten vor dem großen Bösen, wo du noch nicht weißt, was diese Gefahr ist. Mhm. Du spielst gerade unsere Mäusin Yara als Heldin, ja. Aber du bist eben nicht der Charakter, der durch den Dungeon läuft direkt, sondern du baust den Dungeon. Ah, das heißt, du hast auf deiner Hand diese Karten, die die verschiedenen Räume darstellen des Dungeons, die verschiedene Ressourcen, Fallen, Monster beinhalten. Ja. Und jetzt musst du jetzt einen cleveren Weg für deinen Charakter durch diesen Dungeon finden. Okay. Und dabei am besten näher ran. Und dann dabei am besten dann nicht sterben. Und dann, wenn du den Ausgang erreichst, geht's ins nächste Level weiter. Okay. Und da können wir auch am besten gleich ins Game gehen, denke ich. Dann gehen wir doch mal ins Game, oder?
Und wie heißt der kleine Hauptcharakter? Hat der auch schon einen Namen? Genau, das ist Yara, sieht man hier unten auch hängen. Das ist sozusagen unsere Prolog-Charakterin aus der Demo. Aus der Demo. Die wird auch nach der Demo verschwunden. Keiner weiß warum, keiner weiß, was passiert ist. Und das gilt es dann in der eigentlichen Geschichte rauszufinden. Und die Demo ist jetzt auf Steam schon verfügbar? Die Demo ist noch nicht auf Steam verfügbar. Wir sind noch ein bisschen weniger weit als unsere Kollegen von vorhin. Und wir sind gerade dabei, wir haben eine Messedemo. Ja. Und im Oktober zum RPG-Fest auf Steam kommt dann unsere öffentliche Demo raus, wo alle auch spielen können, wo alle Cutscenes drin sein werden und noch sehr viel mehr Polish. Ah, cool. Okay. Genau, und wenn wir jetzt reinspringen, sehen wir, dass es auch noch andere Charaktere gibt, die wir jetzt noch nicht auswählen können und noch nicht kennen. Das heißt, die müssen wir erst im Laufe des Spiels freischalten. Ja. Und wir haben später auch verschiedene Perks, mit denen wir unsere Charaktere upgraden können. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal direkt in den Run rein. Wir haben hier natürlich messemäßig erstmal unser kleines Tutorial, durch das wir jetzt mal kurz durch müssen. Aber daran kann ich sehr gut erklären, wie unsere Mechaniken eigentlich funktionieren. Ich kann mich nicht verlaufen. Auch vertont. Ich weiß nur nicht, wohin ich jetzt gehen soll. Genau, wir haben jetzt vor kurzem erst unser erstes Mal mit einem Voice Actor überhaupt gearbeitet, erstmal ein Recording aufgenommen. Mhm. Und spannenderweise ist er eigentlich der Sprecher unseres Narrators und hat Yara nur als Placeholder-Text eingesprochen. Deshalb ist das eigentlich seine Stimme. Das Plättchen von Yara. Ach, das ist die Stimme, okay. Genau, und wir wollen auch zu dem klassischen Märchenerzähler-Stil gehen. Und jetzt geht es halt, Yara ist verloren im Dungeon und hat so dieses Zwischenspiel mit dem, der Narrator sagt, und Yara ist hier verloren. Nein, ich bin nicht verloren. Ah, okay. Ich weiß, was ich tue. Okay, so das Brechen der vierten Wand und so weiter. Genau. Okay, das war. Ich wusste es. Es gibt einen Weg. Mal sehen, wohin er führt. Genau, und jetzt hat man immer dieses, ich muss diesen Raum Brücke an Brücke irgendwie verbinden. Ja, und mein Charakter springt dann auf den nächsten Raum und von hier kann ich weiterbauen. Okay. Jetzt habe ich aber das Problem, hier ist irgendwas Böses im Weg. Und das ist das Erste, was wir Spielern beibringen wollen. Es gibt Dinge, die tun dir weh. Ja. Und das Schlimmste ist, was jetzt viele beim ersten Mal denken, ist, na gut, habe ich jetzt genommen, ist ja dann weg, die Falle. Nein. Die Falle bleibt. Die Falle bleibt. Okay. Das heißt, wir hatten jetzt ganz viele natürlich, die sagen, ups, habe ich vergessen, dran zu denken. Mhm. Wenn ich jetzt rückwärts laufe, könnte ich sterben. Ah, ich habe aber noch 2 von 3 Leben. Schaden sind ja auch nur eine Ressource, das Letzte zählt, die anderen sind unwichtig. Okay. Weil jetzt nimmt sie nochmal Schaden. Genau. Lernen durch Schmerz. Exakt. Wir sind da straightforward in your face. Und am Ende, klassische Roguelike-Progression. Ich sammle Erfahrung. Ich kann Belohnungen freischalten, wenn ich meine Quest schaffe. Mhm. Und wenn ich sterbe, geht es halt von vorne los. Ja. Und dann kann ich meine Charakter, mehr Story, mehr Geschichten freischalten. Genau. Okay. Und dann geht es gleich schon weiter ins nächste Level. Also es ist eher so eher mehr passiv. Ne? Du bist ja nicht aktiv dabei zu kämpfen oder zu gehen, sondern du baust den Weg für die Maus. Genau, es ist dann mehr ein Puzzlespiel ab einem gewissen Punkt, wo es eben mehr darum geht, gerade dieses Vorausplanen. Deshalb ab dem nächsten Level sieht man das dann auch direkt. Hier stellen wir sozusagen die zweite Art von Gefahr vor. Das sind Monster. Und gegen Monster kann ich kämpfen. Das ist nicht wie die Falle, die mir einfach nur aufs Maul haut, sondern ich muss Waffen sammeln, um mehr Kampfstärke zu bekommen. Hast du jetzt eine Waffe? Sieht man irgendwo? Nee, du hast 0-0. Genau, ich hab 0 Waffen, deshalb auch wenn ich jetzt über diesen 3 starken Gegner laufe, würde ich minus 3 Leben verlieren und sterben. Das ist bei uns jetzt auch drin, man kann in der Demo sterben, bekommt man auch ein Achievement für. Okay. Aber wenn man den Dialog gelesen hätte, wüsste man, dass man vielleicht auch manchmal den taktischen Rückzug antreten muss. Ja. Denn man geht nicht nur vorwärts, man kann ja in alle Richtungen wieder gehen, wo drücken sind. Okay, da hast du dann jetzt die Waffen eingesammelt, aber nur 2 von 3. Das heißt, du wirst trotzdem einen Schaden nehmen. Ich krieg immer noch einen Schaden, aber zum Glück habe ich eine weitere Waffe jetzt. Und danach sollte ich in der Lage sein, endlich das Monster besiegen zu können. Und das Ganze gibt es noch mit Magie. Das heißt, es gibt auch magische Fallen, die ich dann mit magischem Wissen countern kann. Und die späteren Charaktere außerhalb des Tutorials, die haben dann auch ihre eigenen Fähigkeiten, die dann nochmal mehr Uniqueness reinbringen. Oder Characters haben ihre eigenen Räume. Das heißt, jeder Charakter kann seinen eigenen Charakterraum ausbauen. Okay. Und der wird in jedes Deck dann reingemischt. Sozusagen. Okay. Genau, und jetzt kommen wir mal in ein ordentliches Level, wo man dann auch mal sieht, wo die taktische Tiefe dann kommt. Denn man hat mehrere Handkarten zur Auswahl. Mhm. Man hat hier oben ein Ziel. Ich muss jetzt für meine Questbelohnung 10 Stärke sammeln, 10 Schätze und am Ende lebend wieder aus dem Dungeon kommen. Ja. Und sogar, was auch noch wichtig ist, ich sehe, was als nächstes auf meine Hand kommt. Das heißt, ich sehe sozusagen, wenn ich was verspiele, was kommt nach, worauf muss ich mich rüsten. Mhm. Und das wird später wichtiger und wichtiger, umso gefährlicher die Dungeons werden. Bitte? Und das wird später wichtiger und wichtiger, umso ungefährlicher die Dungeons werden. Das heißt, da muss man sehr viel Wert drauf legen, eben vorauszuplanen. Okay, da sammelst du jetzt wieder eine Waffe ein. Und was ist das da jetzt mit dem Ausrufezeichen? Diese Münze ist jetzt unsere Schätze. Da ist es eigentlich absolut katastrophal noch. Also katastrophal nicht, aber funktioniert nicht, die ersetzen wir noch. Mhm. Aber das sieht man gerade bei uns. Wir sind noch nicht so gepolished wie bei uns von Rogue's Tale zum Beispiel. Aber bis zur Gamescom kommen wir dahin. Wie lange sitzt ihr schon an dem Spiel?
Wir haben das jetzt in Teilzeit nebenbei gemacht, weil irgendwas muss ja die Miete zahlen mit dem Dreierteam. Verständlich. Dreierteam auch noch. Genau, okay. Wir waren klein, wir haben im Mai letztes Jahr angefangen und sind jetzt auf ein Viermann-Team hochgewachsen. Und jetzt geht's vorwärts seit Januar, Februar, wo ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Okay. Genau. Und wann ist der angeplante Release-Zeitraum? Genau, wir planen gerade rauszukommen im März, um das Steam Next Fest im Februar rum. Das heißt Switch-PC-Release, also Konsolenversion wird es auch noch geben. Und da ist dann alles fertig. Und deshalb Oktober werden wir die Public-Demo haben, die noch auf dem final gepolischten Stand ist. Und dann kommen wir eben im März-Release die ganzen anderen Characters auch noch mit rein. Okay, plant auch schon ein Multi-Plattform-Release dann dementsprechend. Genau. Aber bietet sich auch hier für Smartphone? Habt ihr da auch schon dran gedacht? Spannenderweise wurde das sehr viel nachgefragt. Müssen wir schauen, wie der PC und Switch-Release läuft. Die Idee haben wir, die Möglichkeit haben wir, aber die Zeit haben wir nicht. Ja, verständlich. Aber würde sich ja auch anbieten, das hier, weil ich finde, das ist ein Spiel, da brauchst du jetzt nicht unbedingt ein Gamepad und du kannst es auch hervorragend mit Touch-Steuerung spielen. Absolut. Also das Interesse ist da, die Möglichkeit ist da. Wir müssen nur gucken, ob wir es dann gestemmt bekommen und wie wir es machen. Haben auf jeden Fall Lust drauf. Und das ist ja genau die Art von Spiel, die wir auch gerne machen. Also Sachen, die komplex später werden, aber eigentlich nicht kompliziert sind. Mhm. Das heißt, für Mechaniken, die man leicht versteht und in der Kombination Komplexität bekommen. Okay. Ihr habt ja schon gesagt, Slay the Spire ist halt so eine Inspirationsquellen. Welche Spiele werden es denn auch noch? Dorfromantik? Dorfromantik war ganz gut bei Islanders so ein bisschen. Und für mich persönlich aus der Entwicklersicht, ich mache sehr viel gerne mit Procedural Generation, dynamische Weltbilder, das heißt alles, was man hier ist größtenteils generiert. Und Townscaper fand ich sehr, sehr geil vom Feeling. Das war dieses, ich platziere kleine Blöcke und dadurch entstehen ganze Städte dann irgendwie. Das war mehr so ein Spielzeug als ein Spiel. Ja. Aber es hat sich so satisfying angefühlt, Sachen zu platzieren. Und da wollen wir mit den Räumen noch hinkommen. Okay. Wenn man so die Deko alles ein bisschen anpasst und man auch ein bisschen rausfinden kann, wie baue ich den Dungeon, sodass er für mich schön wird. Okay. Wann war so die Konzeptionsphase von dem Spiel? Wann habt ihr so euch zusammengesetzt und dachtet so, ey komm, lass mal ein Spiel machen, wir werden eine Maus haben, die dann so versucht, durch ein Labyrinth oder durch einen Dungeon zu kommen. Boah, ich glaube, das war nicht langer Prozess fürs Konzept. Ich glaube, April, Mai kam die Idee in den Kopf und dann war, lass machen. Und das Erste, was ich gesagt habe, als ich da zum Studio zusammengekommen bin mit Inka und Björn, war, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf Kartenspiele oder Turn-Based-Spiele zu machen, war eigentlich gar nicht... alles gut, ich mag Kartenspiele. Nee, war gar nicht eine Art von Spiel. Und dann haben wir die Idee, dann haben wir Papierprototypen gemacht und die ausgeschnitten und ein paar Runden auf Papier gespielt. Ah, okay, das ist cool, dass ihr es das rausgeschnitten habt. Genau, und das kam das nach und nach immer mehr zusammen. Auch die Charaktere vom Design hatten wir lange nicht, sondern haben überlegt, animierte Figuren, die Kämpfe animieren. Dann merkt man mal, der Platz funktioniert nicht, dann wird es overused. Und dann dachten wir machen Brettspiele. Lass doch mit Figuren gehen, lass diese Brettspielästhetik raus. Ah, so Siedler von der Katan-mäßig. Ist ja auch halt mit den Sechsecken, ne? Genau, mit den Hexagons. Hexagons, Abestagons. Ja. Genau, das war so unsere Grundinspiration gewesen und dann von da auf immer weiterentwickelt, neue Ideen reingebracht, viel auf Messen schon früh gewesen und dann halt auch Feedback von Spielern eingearbeitet, wo Leute Interesse hatten, wo es weitergehen soll. Und wahrscheinlich auch Fans von Roguelite Games, weshalb ihr dann auch gesagt habt, ey, pack, wir müssen irgendwas mit Roguelite machen. Absolut, Roguelite Replayability ist einfach dieses, wir wollen eine Mechanik haben, die an sich sehr viel Spaß macht und die dann erweitert werden kann, wiederholt werden kann und immer mehr Spaß macht. Aber unser Game Designer Björn, der schreibt auch sehr gerne Geschichten, das heißt, wir haben auch eine unique Geschichte pro Charakter drin mit den eigenen Cutscenes. Mhm. Und bei uns ist auch dieser Twist. Ich bin ein sehr großer Fan von Cosmic Horror. Und das heißt. Bitte, aus was? Cosmic Horror. So oh Gott, ich hab Austin Powers verstanden. Ah, nee, Austin Powers ist jetzt nicht so meins. Okay. Aber der Punkt war, dass wir sagen, wir wollen nicht diesen Boss mit, ich sammle jetzt Ressourcen. Und dann steht da halt ein größerer Gegner, dem haue ich dann einmal diese Ressourcen an den Kopf. Ist ein bisschen langweilig. Ja. Sondern ich habe jetzt dieses Regelwerk, das ich jetzt lerne. Und dann komme ich in den Bosskampf und auf einmal gelten diese Regeln der Welt nicht. Und ich habe irgendwas Böses, Corruptes, was auf einmal die Spielregeln ändert. Aber ich bin ein Roguelike. Also überlebe, komm klar, sonst bist du tot und musst wieder von vorne anfangen. Also das ist eine Konsequenz dahinter. Ah. Und das ist so, wie wir diesen Bossgegner gefährlich machen wollen. Und jetzt sind wir noch in diesem süßen Wald, aber später wird es immer dunkler und düsterer und geht von dem Cuten dann in so ein unterschwellige, düstere. Wie lange geht die Demo jetzt für die Leute, die auf der Messe sind, so ungefähr? Das ist ziemlich flexibel hier, das Level so 5 bis 10 Minuten meistens. Aber wir haben auch noch Content für die Leute, die wirklich dann die schweren Level ausprobieren wollen, auch mal andere Missionstypen ausprobieren wollen, wo man auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken kann. Oder sagt, ich skippe das Tutorial, ich will einfach mal die Challenge haben und das Problem lösen. Ist dein erstes Spiel, an dem du jetzt arbeitest? Oder? Das ist mein erstes größeres Spiel. Ich habe ein paar kleine Game Jam Sachen vorher gemacht oder ein Clicker-Game und auch an einer inklusiven Software mit Unity im Background gearbeitet. Ah, okay. Einen 3D-Editor für Personen gebaut haben, die Maus und Tastatur nicht bedienen können und dann Sachen mit den Augen gesteuert haben und dann am Ende physische Objekte 3D gedruckt mit den Augen herstellen konnten. Okay. Das heißt, aber da habe ich auch Game Technology genutzt. Genau. Und aber das ist mein erstes dieses Game und so mein großes Herzensprojekt gerade. Oh, cool. Dann viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, dass du es hier vorgestellt hast. Also, wenn ihr Once Upon a Tie spielen wollt, dann
die Demo kommt demnächst. Ansonsten hier zum Indie-Stand gehen und direkt zu euch gehen. Genau, und das Spiel dann spielen. Creative Games Area von der Bühne nur ein Stück nach links weitergehen. Ist ja geil. 30 andere coole Indies dabei. Kommt vorbei, schaut euch an. Ja, kommt vorbei und vielleicht sehen wir uns heute Abend dann nochmal. Würde mich sehr freuen, wenn du rüberkommst. Ja, vielleicht verliere ich da meine Stimme auch was. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also, Dankeschön, Manuel. Und jetzt haben wir noch ein Spiel hier, und zwar ist es... Brauch ein bisschen. Applaus, Applaus bitte. Dankeschön. Und jetzt gibt's ein bisschen Mucke mit Alexander. Hi, freut mich, dass du hier bist. Freut mich, hier sein zu dürfen und Mucke zeigen zu können. Ein bisschen Mucke, mit Mucke meine ich nicht nur Mucke-Musik, sondern das Spiel Mucke. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist Mucke denn genau? Es ist schön, dass wir so zwei super niedliche, märchenhafte, geile, wirklich atmosphärische Games hatten. Jetzt bringe ich euch was super Verstrahltes mit. Mucke ist nämlich sehr aufgekratzt, sehr Berlin. Das Setting ist West-Berlin in den 80ern angelehnt und man macht selbst Musik. Das heißt, es ist kein Rhythm-Game, sondern man hat eine Gamified Loop Station und mithilfe von der baut man selber Musik und schickt die dann als Quest auch ein zu Charakteren, die eben Requests haben. Die sagen, gib mir einen Track, der soll dieses fiktive Genre haben aus diesem Spiel, der soll so schnell sein, der soll diese Mut haben und dann kreiert man die Musik, schickt die ein und macht damit so Radiokarriere in der Stadt. Und da fährt auch ein Plot, es ist auch narrativ, also Player Choices mattern, es gibt auch verschiedene Enden, man kann sogar daten, wenn man lustig ist. Es ist voll synchronisiert in Deutsch und Englisch. Ich würde vorschlagen, wahrscheinlich der beste Eindruck ist, das Tutorial mal zu spielen. Ich finde es einfach witzig, dass wir hatten dieses Jahr schon auch ein Spiel namens Beat Slayer. Und das war ja auch so, ey, West-Berlin, Techno-Zeit und was wäre, wenn und so weiter. Das war auch ein ziemlich cooles Spiel, auch ein Roguelite-Game, kann ich auch nur empfehlen. Schaut es euch gerne an, wenn ihr Hades mögt. Das ist so das Hades aus Deutschland mit cooler Elektromusik, wo man im Beat dann halt so die Leute verprügeln muss. Und jetzt kommt noch ein Spiel, West-Berlin, Mugge. Du bist auch Berliner dann? Gebürtiger Berliner? Ja, ja, ich schon. Die zwei anderen sind zugezogen. Also wir sind ein 3-Dev-Team, einmal Social Media Management und die Stadt hat uns alle begeistert. Ja. Ey, ich merke schon, also die goldene Zahl ist 3, schöne Primzahl. Bei den anderen beiden waren es auch 3 Entwickler, mittlerweile 4 halt auch bei Manuel. Aber ja, schauen wir doch mal direkt rein in Mucke. Dann bin ich mal so frech. Kannst du ein bisschen aufrücken? Ich beiß sehr nicht. Sehr gern, sehr gern. wir haben momentan eine Demo auch auf Steam, also das ist die, auch die wir hier ausstellen, ist dieselbe Demo. Die hat ein kleines Problem mit Ladezeiten, also die Ladezeiten sind ein kleines bisschen länger, als sie final dann sein werden, aber ansonsten würde ich sagen, macht es schon Spaß. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ja, als ich schon gesehen habe, so, welche Spiele spiele ich, so, Mugge. Mugge, ja, okay, schau sie mal an, hat mich schon direkt angesprochen. Genau, ich zeige euch jetzt einfach mal die deutsche Synchro. Wir haben versucht, das war einer der größten Ziele mit unserem Synchro-Ding, dass man eine deutsche Synchro in dem Spiel hat, die sich eben nicht wie dieses, ich glaube, ihr kennt das vielleicht alle, wenn man ein Spiel aufmacht und die deutsche Synchro sich anguckt oder eine Serie, dann reden die alle plötzlich so und es ist ein wunderschöner Tag und das wollten wir explizit nicht. Das heißt, wir haben viele Dialekte, auch im Englischen, es wird ein bisschen verkorkst und okay. Der Hase, ja, man wird den gleich sehen. Es ist schon interessant, wenn du sagst, okay, ein Spiel aus Deutschland mit deutscher Synchro klingt merkwürdig. Ja, es ist, ich weiß nicht, das ist so eine kleine Seuche in den deutschen Synchros, also für uns im Studio auf jeden Fall ist es oft auffällig, auch bei Serien, die Sprecher, die kommen in den englischen Synchros oft recht anders rüber, auch charakterlich. Ja. Und da kann man mehr machen, also man muss nicht immer dieses Hochdeutsche pushen und ja. Okay, bin mal gespannt, wie ihr das hier lösen werdet. Ich bin großer Fan von deutscher Synchro, weil wenn ich mir mal so bedenke, wie andere Länder mit Synchronisation umgehen, wir haben wirklich ein Luxusproblem. Also das ist wirklich so ein First-World-Problem, was wir haben. Plattenbausiedlung Südwest. Genau, das ist Potti. Wir haben diverse Bezirke. Unsere Stadtkarte von Mucke City ist so ein bisschen wahlförmig. Das ist der untere amerikanische Sektor von West-Berlin eben. Und ein Stückchen Potsdam, damit es aussieht wie ein Wahl. yes. Das ist unsere Plattenbausiedlung. Es gibt auch verschiedene Bezirke, in denen weniger Platte vorhanden ist. Aber da wohnen wir und da ziehen wir als Spieler auch direkt ein. Okay. Hier kurz die Maus weg. Das ist unsere Platte, in der wir wohnen und da werden wir auch das ganze Spiel überwohnen. Später kann man, sollten wir es vom Scope noch schaffen, vielleicht auch noch ein bisschen das Interior ein bisschen anpassen. Ja, ja. So sahen die 80er in West-Berlin aus. Mhm. Manchmal. Hast du noch 480er mitbekommen? Da ist er. Ich lass ihn erstmal quatschen. Okay. Genau. Das ist unser Postbote Pavel Michelangelo. Ich drück mal das Autoplay an. Ja. Der kommt rein und
offensichtlich Berliner, der uns erstmal an. Der wird uns gleich ein kleines Gerät zeigen. Mit dem kann man dann die Musik machen. So, wie man sieht, hier kann man auch Player Choices haben. Er hat gefragt, nicht so der gesprächigste Zeitgenosse, das kommt jetzt auf das Gleiche hinaus. Da ist er. Muss ja auch nicht jeder immer eine große Klappe haben. Ich bin mal so frei, ich skippe den Kleinen mal durch. Das kann man sich in Ruhe gerne in der Demo selber angucken. Ist sehr, sehr narrative-heavy. Das heißt, wenn man gar keinen Bock auf Story hat, ist es vielleicht nicht das Wahre. Ja. Aber genau. So, dann kommt ihr hier rein. Und dann erkunden wir erstmal die Platte. Wenn du magst, kannst du gerne auch einfach... Konnte ich mal ein bisschen hier die Kamera drehen. Ja, das ist so ein kleiner Nachbarsjunge, der doch... Er ist der Postbote tatsächlich. Der ist der Postbote. Genau, deshalb hat er auch die kleine Postmütze und seine kleine Postbag dabei. Okay, dann denken wir mal. Komm, kannst du ganz ruhig machen. Guter Geschmack. Der ist ein bisschen gemein, ist er schon, der arscht dir auf den Sessel, wenn du genau aufpasst. Ja gut, früher hat man ja noch in der Wohnung geraucht, so wie ich es mitbekommen habe. Auf jeden Fall, überall sogar. Wir haben viele Playtests schon gemacht und auch einige Playtester gehabt, die auch in den 80ern eben gelebt haben. Und die sagen auch, also ein gutes Zitat ist, das ist sehr gut in der Zeit, im Spirit, weil die Kippen sind immer da. Und ich meinte so, ja, das ist richtig. Und dann meine Tante spielte das und meinte dann, eigentlich müsstet ihr mehr Schnaps haben. Aber wie seid ihr denn eigentlich auf das Setting gekommen? 80er Jahre, West-Berlin? Wir wollten was mit Berlin machen. Ja. Dann haben wir geguckt, okay, was bietet sich vielleicht an, was machen Leute oft, wenn sie Berlin machen. Und dann haben wir gesehen, wenn es um die 80er geht, dann geht es meistens um den Osten. Und das ist auch ein sehr gutes und interessantes Setting, aber wir dachten uns, da geht nochmal was Abstrakteres. West-Berlin ist ja diese Insel der Kreativen gewesen und darauf wollten wir aufbauen und einfach mal was Schräges machen, was auch Sound hat. Wir sind große Soundfreunde und wir haben auch Sounddesign gemacht damals im dritten Semester gemeinsam. Das hat uns ein bisschen entfacht für diese ganze Soundspielerei und einfach wirklich... Ja, auch abstraktere Game-Sounds mal zu benutzen. Okay, ich bin gerade komplett überfordert vom Tutorial. Okay. Das ist auch schwierig, wenn man da nebenbei bei schwafelt. Ja. Ich mach's einfach mal ein bisschen vor. Ja, mach's mal vor. Genau. Also man hat hier diese runden kleinen Objekte, das sind die Sound-Objects und die zieht man in solche Slots. Ah, die sollte reinziehen. Genau. Okay, gut. Jedes Mal, wenn hier so ein kleiner Trigger drüber fährt, wird hier einmal dieser Sound ausgelöst. Ja, aber ich dachte, Dickerchen. Genau. Wollen wir mal... Jetzt nick ich mal. Mach an jetzt. Da kommt jetzt natürlich stückchenweise langsam was dazu und nicht so präsentabel hier für den Stream, weil ist natürlich das Tutorial. Das wird auch später erst ganz komplex, aber jetzt haben wir ja schon mal einen kleinen Beat gebaut. So, hier unten diese Ringe, die sind für die Geschwindigkeit zuständig. Wenn man den Ring anklickt, kann man sogar mit dem Mausrad scrollen und dann wechselt der auch so. Diese Platte, die ist jetzt sehr, sehr klein bestückt, die hat jetzt erst zwei Kreise, später kann man natürlich 4, 5, 6, 7, 8 von diesen Ringen haben und auch mehr komplexe Sachen machen. So. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kriegen wir auch Instrumente hier. Die ganzen Instrumente werden wir nochmal überarbeiten, da kommen auch viele, viele Soundpacks mehr dazu. Da gibt's jetzt hier das Piano oder den Bass für die Melodie. Die sind, ja, kann man machen. Such dir mal was Neues. Das ist richtig komplex. Das sieht immer super wirr aus, wenn man es nicht selber spielt. Ja, und das ist echt vom Aussehen her ist es nicht, nicht konkret zu erfassen. Da muss man leider echt einmal rein engagen, sich das von diesem Hasen einmal pitchen lassen und dann kommt man irgendwann auch rein. Wir haben das testen lassen von 6-Jährigen, die haben das easy gecheckt. Wir haben das testen lassen von 70-Jährigen, die haben das easy gecheckt. Und das haben auch Leute in diversen Bewusstseinszuständen schon gepeilt. Also jetzt ist gerade Messeumgebung, deswegen ich höre gerade nichts. Ich höre leider auch kaum, was der Postbote sagt. Aber ich höre schon, da ist er spricht nicht ganz normal Hochdeutsch. Er spricht kein Hochdeutsch, nee. Gar kein Hochdeutsch. Er Berliner komplett rein. Das finde ich ziemlich schön. So, hier ist er. Und wie lange seid ihr jetzt damit schon in Entwicklung? Konkret mit Mucke, in dem Sinne seit 2 Jahren. Es gab aber einen Prototypen, der hieß Vinylizer. Der war noch nicht in diesem Stil, der war auch narrativ noch nicht ordentlich. Mhm. Das war mehr so ein Musik-Puzzle-Game, da hatten wir eben auch diese Platte, da musste man dann gucken, dass man so beim Musikmachen passieren Sachen auf der Platte, da musst du schnell hin und her switchen und irgendwelche Tasks oder Sachen hören und dann Memory nachspielen. Und dann haben wir uns davon gelöst und gesagt, wir wollen mehr so ein Music-Toy und das auch einbetten in eine Narrative. Ja. Haben uns dann auch an das Setting gemacht. Da kommt auch dieser Junge her, dieser Fuchs. Das ist unser der erste Plüsch-Prototyp gewesen und der war damals auch irgendwie in 2D-Foto-Optik und dann Frame-by-Frame animated im Game. Der ist jetzt halt so ein kleiner 2D-animierter Kollege, der hat auch so eine Postkarte in der Flosse. Kann man vielleicht im Stream erkennen. So. Ja, ich weiß nicht, das mit dem Kapitel, ich weiß nicht, ob man jetzt in 2D gehen muss, das ist eben sehr, sehr viel Narrative. Das macht sich, glaube ich, nicht gut. Aber... wir können das einfach mal so auflassen.
Finde ich mal sehr spannend, ein ganz anderes Spiel zu spielen, weil wir hatten jetzt zwei Roguelite-Spiele gehabt. Jetzt einfach mal so ein Rhythm-Game, vor allem in 80er Jahren, was halt auch sehr untypisch ist, weil, wenn ich so überlege, so, gut, Spiele in Deutschland, man nimmt gerne die 40er mit den Deutschen als Antagonisten, aber das ist mal was ganz anderes, weil da wird dann halt auch einfach die Musikszene zelebriert und gefeiert, wofür Deutschland ja auch bekannt ist, also Techno, Trance, Euros und so weiter, das war ja dann auch später in den 90er rübergeschwappt ist, also vor allem West-Berlin, also habe ich auch noch nicht so oft gesehen, weil ich habe sehr wenig Berührungspunkte zu West-Berlin, deswegen finde ich das ja auch gerade sehr spannend, um das sich mal anzuschauen, wie dann die Leute dazu derzeit reden. Weil es redet ja selten jemand in dem Kontext dann über den Westen. Ja. Nicht so das Hot Topic. Wir haben auch an normalen, also Orten aus West-Berlin uns inspirieren lassen. Zum Beispiel gibt es einen Club, der heißt der Subwoofer bei uns. Das ist original eigentlich der Dschungel gewesen. Ja. Der ist jetzt nicht mehr auf, aber den gibt's auch. Und das war ganz witzig. Ich war auf Arbeit und dann hatte ich nebenbei noch ein bisschen Mucke-Sachen gemacht. Ich hatte mein Miroboard auf. Dann kam eine Kollegin und die war halt auch irgendwie über 60 und kam dann und guckte und meinte, ist das der Dschungel? Und ich meinte, ja, 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 gut, dass es erkennbar ist. Wie habt ihr euch denn daran inspirieren lassen, dass ihr die 80er genommen habt? Was habt ihr euch angeschaut, angeguckt, miterlebt? Leute gefragt, damit ihr dann das Setting so gut wie möglich, authentisch wie möglich rüberbringt? Also ich habe das Glück, meine Eltern, die sind natürlich, okay, die sind im Osten gewesen, aber mein Vater hat beim Fernsehen gearbeitet und ist deshalb auch viel im Westen. Also da habe ich ein paar Erfahrungswerte, die ich mir erzählen lassen kann. Auch bei den also anderen Verwandten einfach, immer über Verwandte ist eine gute Idee. Wir haben uns viele Bücher auch durchgelesen. Wir haben auch so eine Enzyklopädie, wo so ganz viele Bilder von Plattenbauten sind. Ist so ein fetter Band. Und wir haben auch viele Exkursionen gemacht durch die Stadt, haben uns Orte angeguckt, haben geschaut, so, was ist historisch hier noch übrig. Auch zum Beispiel eine kleine Exkursion zum Bowie-Haus gemacht und mal geschaut, okay, was ist hier so abgegangen, wie sah das früher aus? Dann noch alte Bilder, bisschen abgeglichen. Einfach das Feeling für die Stadt. Und auch Berlin hat einfach noch viele Überbleibsel von damals, ja, weil viele Sachen stehen natürlich auch noch und dann kann man sich so einen Plattenbau einfach nochmal richtig schön geben und sagen, wow, ja, das tun wir ins Spiel. So. Was ist denn jetzt eigentlich euer nächster Schritt für das Spiel? Also wir developen immer noch sehr, sehr fleißig. Das ist ja erst die Demo. Das Drehbuch ist noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt schon erste Synchronisationssessions gehabt für die weitere Story. Das heißt, wir arbeiten einfach weiter an den Features, die wir jetzt gerade noch nicht in der Demo integriert haben. Da gibt es zum Beispiel halt einen ordentlichen so Sequencer, wo man dann mehrere Töne auf einmal auf ein Objekt legen kann. Ist jetzt, wenn ich das erkläre, sagt dir das nichts, weil du hast da noch nicht reingefriemelt. Ja, ich konnte mich da reinfriemeln. Ja, also es wird komplexer mit der Musikerstellung, mehr Tools. Wir wollen das ordentliche Quest-System nochmal überall richtig integrieren halt, weil da ist jetzt erst die ersten zwei Kapitel zu spielen. Story Trace, Path, Dings, ja. Ihr werdet wahrscheinlich auch alles vertonen lassen, dann auch von Berlinern dementsprechend. Teilweise. Ist es dementsprechend schwieriger, Synchronsprecher zu suchen, die dann Berlinern? Wir haben nicht so viele Charaktere, die explizit Berlinern. Der Hase ist schon das extremste Beispiel. Okay. Wir haben unter anderem, haben wir einen Wiener, einmal haben wir normales Hochdeutsch. Das Hochdeutsch ist schon manchmal ein bisschen gemischt mit so einem halben Berliner Dialekt, aber eigentlich ist der Hase schon das Extremste. Im Englischen haben wir auch einige Akzente. Der Hase ist da eben mit einem starken deutschen Akzent synchronisiert. Dann haben wir aber zum Beispiel den Hund, der normalerweise eigentlich Hochdeutsch oder Berlinerisch spricht. Der ist dann eben Brite. Einfach um so ist diesen Brite. Vibe. So, das okay. Ist schwer zu erklären, aber funktioniert mit den Characters angeblich laut den Testenden. Ist das ja auch dein allererstes Spiel oder schon? Ja, das ist für uns alle ist das der erste Release-Titel. Okay. Aber wir haben an der HTW Game Design studiert und dann in jedem Semester eben kleinere Prototypen und Snippets gemacht und Slices und haben auch schon zusammengearbeitet, aber das ist das Erste, was rauskommt. Ja, sehr, sehr cool. Alles klar, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg damit und der Release, wann ist der ungefähr angepeilt? Wir peilen an April nächsten Jahres, am besten Wishlisten und Demospielen etc. Ja. Und ja. Ja, alles klar, danke dir, Alexander, viel Erfolg nochmal und das gilt nicht nur für Mucke, sondern für alle anderen Spiele. Applaus mal, Leute. Den behalte ich.